Eigentlich nicht, denn er macht einen Fehler hier. Oh, die greifen meinen Panzerzug an, okay. Doppelangriff auf die Fokker. Mhm. Er möchte mich hier natürlich zu etwas verleiten. Der geht runter, der geht auf die mobile Dingens. Der geht runter und blockt die ab. Der wird entgegen seiner Natur handeln und ihn abblocken, weil der würde jetzt normalerweise hier zurückschlagen, macht das aber nicht. Der blockt. So, dafür fliegt er hinterher. Fliegt er immer. Klar, Patrouillenboot fliegt hinterher. Hm. Ne, natürlich nicht. Okay, wie weit kommst du runter, du Schmuck? Warte mal, wie weit kann ich den ausladen? Wie weit kann ich die mittlere Artillerie werfen? 1, 2, 3, 4, 5. Damit noch unter Einsatzverzögerung. Ich musste da raushauen. Ich musste da raushauen. Die hatte noch keine Einsatzverzögerung. Die kann ich also noch drin lassen. Die Infanterie lasse ich auch mal noch drin. Aber die mittlere, die ist gut, wenn die eine Runde früher hier draußen steht. Gut. Die Flak fährt natürlich weiter runter. Okay. Die kommen ebenfalls hier runter. Die hatten wir gesagt, gehen rüber zu den Depots. Die hier nach unten Richtung Fabrik. Ist er da drüben schon unterwegs? Ja, da ist er unterwegs mit seinem Pferd. Er kommt zwar langsam voran, aber er kommt voran. Okay, kommen wir daran vorbei. Wir kommen nicht dran vorbei. Der hat uns volle Kanne abgeblockt. Aber wir kommen hier rein. So. Kommen wir, was da wolle. Ich muss den ausladen. Hab da halt hier Pech gehabt, meine Freunde. Dann fährt mein Transportzug mal ein Stückchen nach oben. Was hatten wir hier drin? Gut, die Elite-Infanterie laden wir direkt aus. Die macht den Flugzeugen die Hölle heiß. Er wird hier runtergefahren und die mittlere Artillerie ausgeladen. Schön hierhin. Und die leichte können wir auch mal ausladen. Gut. Wir haben hier die Gotha, die Gotha, die Gotha. Die Gotha soll nach hier drüben und hier ein bisschen unterstützend tätig werden. Die Fokker ebenfalls. So, hier ist nicht so viel Alarm. Wir haben hier die zwei Elite-Infanterien, die auf die Spatz gehen können. Und der Panzerzug kann auch noch die Spatz mit erwischen. Der wird sich allerdings hier mal eins weiter bewegen, damit er hier auf die nächste Runde schießen kann, ohne selber getroffen zu werden. Der Sperrpanzer ist schon 4 Punkt erfahren. Was mache ich mit dem? Den ziehe ich hier in Richtung Fabrik. Der soll erstmal repariert werden. So, die mobile. Jawohl, genau. Die setzen wir hier hin. Die macht die Spatz hier noch mit klar. Alles klar. Okay, den haben wir gezogen. Den unten haben wir gezogen. Den drüben haben wir auch gezogen. 30 zu 44. Gut, Moduswechsel. Oh Mann. Ja, Glückwunsch, Spat. Oh Mann, ja, supi. Einen habt ihr uns abgezogen bei 2 Angriffen. Ihr Schwappen. Mann, Mann. Ja, ja, ich will die untere Fabrik haben. Wenn ich da erstmal drin bin. So. In der Fabrik wird dann natürlich eine dicke Bertha produziert, ist doch klar. So, wir haben 2 Fabriken erobert. Das dürfte sich jetzt auch sehr positiv auf unsere Rohstoffeinnahmen auswirken. Jawohl, wir haben ihn überholt bei den Rohstoffeinnahmen. Aber das mag noch nichts heißen. Das mag noch überhaupt nichts heißen. So, der Sperrpanzer geht natürlich auf die mobile Flak. Die Fokker geht natürlich auf die Elite-Infanterie. Und die Fokker geht selbstverständlich auf die Kavallerie, ist doch klar. So, das Patrouillenboot, was macht das denn? Was macht das denn? Das macht dem sein Patrouillenboot. Klar. Denn das nervt. So, hier
drüben. Hier drüben, hier drüben, hier drüben. Wollten wir zuerst mal mit dem Panzerzug auf die Spat schießen. Der Elite-Infanterie auf die Spat. Der mobilen Flagge auf die Spat. Und mit der Elite-Infanterie hinterher. So, eine Fabrik. Mit Pferdchen. Was können wir? Bisher noch nichts großartig. Gut, die erreicht keinen, das war klar. Da oben sind wir auch noch. Relativ. Okay. Da haben wir es verteilt. Da haben wir es verteilt. Was ist da drin? Da ist noch ein Haufen Zeug drin. Das wäre wirklich eine Bank, wenn wir die erobern könnten. Ich muss die nur noch ein bisschen hinhalten. Mit dem Transportfahrzeug könnte ich bis hierhin kommen vielleicht. Wo ich sie dann hier rein entlade, das wäre sensationell. Das wäre richtig sensationell. Nun gut, wir schauen, was der frische Franzose tut. Der geht auf unsere Gotha. Aha. Und der auch. Ja, ja. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Müssen wir nächste Runde unsere Gotha dann wegziehen und direkt reparieren lassen. Weil der uns natürlich auch unseren Truppentransporter sperrt damit. Das ist natürlich auch ärgerlich. Dadurch könnte es passieren, dass wir ihn nicht zeitig runterkriegen. Und er zieht seine mittleren weiter nach oben. Das ist okay. Die Fabrik unten hat er genommen, aber wie gesagt, das habe ich auch angenommen. Da hatten wir keine Chance, die rechtzeitig zu erreichen. Aber sie wird auch noch früh genug uns gehören. Aber wir hätten es auch probieren können, irgendwie so Blitzangriff auf sein Hauptquartier oder irgendwas, einfach in der Mitte durchbrechen, aber ist natürlich auch mit Risiko behaftet. So, sehr schön. Eine mobile Flak weniger. Ja, der wird es natürlich versuchen, irgendwie von unten rein. Ich hoffe, der kann nicht von unten reinziehen danach. Das wäre übel. Erfahrener Panzerzug ist wichtig. Sehr sogar. Und erfahrene mobile Flak kann auch immer ein Zünglein an der Waage sein. Gut. Ja gut, auch das habe ich kommen sehen. Das ist nicht besonders verwunderlich. Okay, schauen wir mal. Er greift natürlich Flugzeug an und Panzerzug. Und ja, das war allerdings nicht klar. Ich habe gedacht, er greift die Gotha an. Dass er das nicht macht. Na gut, der lässt mich hier natürlich nicht durch. Das ist, ja, ja. Und hier wird es auch ein bisschen eng. Ich probiere mal, ihn eins nach hinten zu ziehen. Das ist das Problem. Ich kriege die nicht schnell genug durch. Ich muss ja ausladen. Zumindest die Fußsoldaten. Ich kann die Fokker nicht wegziehen, das geht nicht. Weil ich die Fokker wegziehe, kommt der durch. Ich meine, gut, der ist nächste Runde einsatzbereit, aber die sind trotzdem noch nicht stabil. Ich hoffe, dass der nicht von hier aus hier reinrückt, sonst wäre das sehr ärgerlich. Na gut, ich versuche ihn hier rüber zu ziehen, dann mit den beiden den anzugreifen. Ihm würde ich zwar hier rüberkommen, aber das würde noch nicht so viel. Lass mich überlegen, lass mich überlegen. Ich muss mit dem ihn hier noch wegblocken. Ich hoffe, meine ganzen Blockereien bringen da was. Ja, sonst wäre das sehr ärgerlich. Na komm, ich muss erst die Flak wegpacken. Beziehungsweise, was heißt wegpacken? Die Flak wird nächste Runde hier die Spat angreifen. Nichts mit wegpacken. Wir haben ja hier noch ein paar Fußsoldaten. So, der muss immer noch zum Reparieren. Was ist hier mit den Spats los? Okay. Ah ja, jetzt geht er hier auf meine Leute drauf. Das kann er aber vergessen. So.
Jetzt kriegt er hier unten erstmal die Leviten gelesen. So, ich möchte den weg haben. Der wird eins weiter rübergesetzt, der wird wieder eins hochgefahren. Der kommt wieder hier ein Eckchen weiter ran, flexibler zu sein. Okay. Ja, natürlich hier brumm brumm, ganz schnell aber. Ja. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht hier. Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen, gut. Da haben wir alles draußen. Da drüben haben wir auch alles draußen. Hier noch jemand drin, nein. So, stellt sich da vor. Ja, ich gefährde natürlich meine Focker dadurch, dass sie hier stehen bleibt, aber ja. Was soll ich machen? Sterben fürs höhere Ziel, ne? Wenn ich dadurch die Fabrik bekomme, hat sich das Opfer gelohnt. Wenn nicht, natürlich nicht. Oh ja, ich liebe die Spatze langsam. Oh, sehr geil. Wunderbar. Mhm. Schwein. Das ist doch nicht wahr. Und dann nochmal. Ja, seine Bomber sind nicht schlecht. Seine Flugzeuge generell. Aber da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Mein Patrouillenboot wehrt sich nämlich. Okay. Okay, ich will erst sehen, was er macht. Ich will sehen, ob diese Elite-Infanterie dort in die Fabrik reinzieht. Wenn ja, muss ich alles daran setzen, die zu killen. Das heißt, ich hätte, wenn die mittlere hinreicht, maximal drei Angriffsmöglichkeiten. Flugzeug, Spähpanzer und mittlere Artillerie. Das wird extrem schwierig bei einer 5-Mann-starken. Ich hoffe, dass es nicht schafft, reinzuziehen. Hey, wir könnten nämlich auch nicht mal nachziehen. So. Die zieht da hoch, okay. Zieht da hoch. Scheiße, er schafft's. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Komme ich an ihn ran? Ja, ich komme an ihn ran. Dann erstmal 5. Der ist schon relativ erfahren, das ist gut. Dann ihn hinterher. Und ihn hinterher. Dann hoffe ich, dass es reicht. So, hier geht es natürlich auf den Gaul. Selbstverständlich. Okay, hier geht es auf die Elite-Infanterie. Tja. Die Gotha kümmert sich mal um das Patrouillenboot. Jetzt was herstellen, irgendwas, was was bringt. Nee. Da bringt noch nix was hier. Schade. Okay, was mache ich? Den Newport werde ich auf jeden Fall wegbomben mit dem Panzerzug. Die Spat werde ich auf jeden Fall. Ist das nicht Newport unten? Echt jetzt? Tatsächlich. Die Spat werde ich angreifen, wegbomben mit der Elite-Infanterie und diese Spat wird meinen geballten Zorn mit mobiler Infanterie und Elite-Infanterie zu spüren bekommen. Sehr schön. Mittlere Artillerie natürlich auf mobile Flak. Und die kommt wahrscheinlich noch nicht ran. Nein. Aber der kommt ran. So. Rest da unten ist mir im Moment noch relativ egal. Wir haben hier unseren Kampf und hier unseren Kampf. Der muss ausgefochten werden. Was hatten wir hier drin? Das war neutral. Sollte ich vielleicht mit dem Auto erstmal nach unten durchdüsen, um die Fabrik versuchen zu erobern. Weil hier kommt nämlich das Pferd. Und das Pferd muss ich abblocken mit dem Spähpanzer. Das ist der Plan. Okay, jetzt Leute, Daumen drücken, dass wir diese Elite-Infanterie getötet bekommen. Davon hängt sehr viel ab. Einer ist nicht gerade berauschend. Okay. Jetzt mit dem Flugzeug nochmal einen, komm. Jawohl. Und jetzt mit dem Spähpanzer. Bitte, 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 alle drei. Du bist sehr erfahren. Ja! Ja! Strike! Oh mein Gott!
Sehr gut. Meine Nerves. Und den haben wir auch gleich weg. Jawoll. Fabrik, deine Renaults gehören so gut wie uns. Sehr gut. Ach, die Gotha müssen wir gleich zum Reparieren schicken dann. Gut, die Newport ist weg. Na, die spart noch nicht ganz. Schade. Aber diese spart hier, die wird jetzt erledigt. Ach, war das gut? War das wichtig? War das wichtig, dass der nicht in die Fabrik reingekommen ist? Gott, das war so wichtig. Mann. Da guckst, da guckst. Ja, jetzt hier, jetzt macht er hier, aber hallo, macht der hier was? Oh Gott, nein, shit. Die Gotha wird es nicht überleben. Ich muss versuchen, die Fokker zurückzuziehen und zu reparieren. Ganz wichtig. Die Gotha natürlich wird auch versucht. Na gut, das kann ich eigentlich. Ah, ich habe vergessen hier mit der. Ah, ich habe vergessen mit der stationären Flak vor lauter Aufregung hier. Verdammt. Haha, aber der kann nächste Runde rein. Tschakka, 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 tschakka. Sehr gut. Und mit dem können wir jetzt endlich auch die leichte Artillerie hier ausladen als kleine Rückversicherung. Sehr, sehr gut. Gut, diese Fokker. Wie viel hat er denn hier noch? Spat. Probieren wir mal, die Fokker auf die Spat zu schicken. Was hat er hier noch? Den Charon. So, der Spähpanzer geht um 1 zurück und blockiert nochmal. Der kann hier bleiben. Die mittlere bleibt natürlich auch hier. Das Patrouillenboot geht nach hier oben. So, jetzt ganz wichtig hier. Komm, oh. Ah, das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Der, ach, verdammt, der kommt da wahrscheinlich rein. Okay, das ist eine gute Frage. Runter oder hoch? Runter oder hoch? Reicht's oder reicht's nicht? Ich fürchte, das wird ihm reichen. Ich fürchte, das wird ihm reichen. Wie weit ist denn das andere Pferd? Da hinten. Das ist nah am Depot dran. Ich muss hoch. Wenn ich wenigstens die Depot halt, wenn ich wenigstens die Depots halten will, muss ich hoch. Ansonsten wird es zu eng. Leider, leider. Gut, er geht auf jeden Fall hier rein zum Reparieren. Kommt jetzt die schnelle Eingreiftruppe runter, die sich hoffentlich nicht allzu sehr von Flugzeugen hier malträtieren lässt. So. Transportwagen. Die Infanterie geht zum Reparieren rein. Die Spat wird nächste Runde sowieso erledigt. Den Panzerzug ziehen wir nochmal um 1 zurück. Da unten kommt sein Panzerzug, okay. Mobile wird es erledigen, die Spats zu killen. Die werden. Ja, was werden die? Ich fürchte, dass Pferd gegen Panzerzug eine blöde Idee ist. Aber gut. Wir werden es probieren. Wir müssen die Fabrik hier halten, auf jeden Fall. Die mittlere wird auch repariert. Die ist zu angeschlagen mit 4. So. Leicht rückt eins ran. Und die hier kommt nochmal als Blocker dazwischen. Ja, das sieht gut aus, aber ich, wie gesagt, ich fürchte, dass der hier mit der Kavallerie es schafft reinzuziehen. Okay, mehr kann man im Moment nicht machen, ne? Gehen wir im Bewegungsmodus zurück. Und schauen, wie er höchstwahrscheinlich unsere Gotha weghaut. Unsere Fokker hat er nicht geschafft. Noch nicht zumindest. Aber unsere Gotha. Nee, das hat er nicht. Da war er zu schwach für. Sehr schön. Na, okay. Gut, da war klar, dass er sich da rächen wird. Und da. Spähpanzer, du hast tapfer für uns gekämpft. Sehr gut, unsere Gotha hat überlebt. So, ich werde jetzt mal kurz weg sein. Ich muss hier mal das Fenster zumachen. Allmählich wird es nämlich richtig kalt, aber der denkt ja eh noch, wie bekloppt.